So, willkommen zurück bei Let's Play Zelda Oracle of Seasons. Ja, klasse. Da wollte ich in den nächsten Raum gehen und ich brauche ja schon Schlüssel. Toll. Na egal, dann suchen wir diesen Schlüssel einfach mal schnell. Wo könnte der denn sein? Ah, ich kann mir schon vorstellen, wo. Ich kann mir vorstellen, wo. Ich glaube, bei diesen, ja, Totenkopf-Viechern. Einfach mal. Hier war das, glaub. Nö. Wo zum Teufel bin ich überhaupt? Ah. Hier bin ich. Okay. Und du bist tot. What? Okay, noch einer über. So. Türe auf. Und hier rechts. Aua. Ein Herz für den Link. A heart for the hero. So. Genau hier. Hier nach unten. Und ich glaube nach unten. Genau, hier. Da meinte ich's. Zack. Und hier entlang. So, oh, hier haben wir. Ach, ein Gacha-Kern. Alles klar. Level 2. Immer noch, nach wie vor. Hier haben wir. Okay, ein Rätsel zum Sprengen dieser Felsen. Hier entlang, hier entlang, hier entlang. Einfach schön schnell hier durch. Oh, das war nichts. Immerhin nicht mal einen Hitmarker bekommen. So, hier entlang. Und der letzte. Zack. Und höchstwahrscheinlich ein Schlüssel. Ja. Wunderbar. Und das heißt, auf geht's. In den Raum mit dem Schlüsselblock. Hier ist noch. Ach, ein Kollege. Okay, was verkauft er uns? 10 Bomben für 30 Rubine. Nein, danke. Ja, sei doch nicht gleich so unfreundlich. So. Ach nein. Ich kürze das Ganze ein bisschen ab, indem ich einfach hier herunterkletter und. Au! Au! So ein Scheiß. Der kann ja auch klettern. Einfach hier rein geh und dann hier den Midway Point benutze. Da lang. So. Und nun können wir hier rechts. Ganz gemütlich hier rechts laufen. Wow, aufpassen, die Sonne da. Tut ganz schön aua. Ah, ein Herz. Schön. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rechts. Okay, hier haben wir irgendwas, bestimmt. Ja, wir haben hier was. Eine Sackgasse. Schnell hier vorbei. Schnell hier nach unten. Okay, ich schätze mal, ich muss in die andere Richtung. Sollte kein Problem sein. So, ganz einfach. Okay. Hier entlang, hier hoch. Diese Truhe und der große Schlüssel. Wunderbar. So, mit diesem Schlüssel können wir zu dem Boss. Gibt es denn eigentlich irgendwas, was ich vergessen habe? Zwei Räume. Okay. Und die Karte. Den Kompass. Natürlich. Aber wer braucht schon den Kompass? Wir sind hier da noch schon durch. So gut wie. Komm her, Osterhase. Ihr zwei. So. Bomben aufsammeln. Und auf geht's. In den nächsten Raum. Hier nach unten. Hier schnell. Ah, oh, ja, geil. Sau knapp, aber hat funktioniert. Hier vielleicht ein Herz für mich.
kein Herz. Egal, dann hier rein. Und hier haben wir... Wow, Dodongo! Cool. Ich würde mal sagen, so. Ach, scheiße. Der muss jetzt den Maul aufmachen, richtig? Ja, machen wir den Maul auf. Okay, dann war das das. Und alle hopp in die Stacheln mit dir, fette Sau. Hier bin ich. Friss das. Und bam. Na komm schon, Dicker. Charge. Und bam. Eigentlich müsste der von innen voll... Keine Ahnung, der müsste voll zerreißen. Da, lecker, happa, happa. Und... Tschüss. Und ein Herzcontainer für mich. Wunderbar. Apropos Uhr. Fuck, ich habe keine Stoppuhr gestellt. Hm, blöd. Egal, dann versuche ich einfach mal auf gut Glück so eine... Ja, gute Viertelstunde hinzubekommen. So. Dann würde ich sagen, hier nach links. Ich denke mal so. Ja. Oh, die Hexe. Die Hexe. Mal gucken, was wir Schönes von ihr bekommen. Bam. Ein paar Rubine und ein paar Herzen. Ja, ja. So. Das war's. Ja, ja, merkt ihr das ruhig. Das ist mir doch scheißegal. Die Fee interessiert mich nicht. Hier können wir mal Winter machen. Ich möchte einfach mal aus reiner Neugierde hier nach rechts schauen. Au. Ach, das ist toll. Klasse gemacht. Klasse gemacht, Jan, klasse. Umsonst. Naja. Immerhin kenne ich nun den Weg, wie ich da hinkomme. So, über das gefrorene Wasser. Auch Eis genannt. Apropos Eis, ich freue mich schon wieder so auf den Sommer. Lecker Eis. Oh. Wie ich halt total überworfen werde von allen möglichen Herzen und... Ah. Da, 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 da. Ich liebe diese Melodie einfach. Am liebsten würde ich hier gar nicht weg wollen. Ich habe noch was gesehen. Ah. Das war hier. Kann ich drüber laufen? Und war hier nicht ein Herzteil? Ja. Schon zwei Herzteile. Dann. So, hier nach unten. Die zwei töten. Und nach links. Machen wir mal hier den Baum oder Busch weg, damit es einfach schöner aussieht. Und wir fragen mal unseren Makubaum, wo wir denn hin müssen. Hey, der ist ja gewachsen. Ganz schön sogar. Wo im Spindelsumpf oder Spinnensumpf oder was? Ich möchte wissen, wie der heißt. Ich habe mich bestimmt verlesen. Im Spindelsumpf. Okay, dann auf in den Spinnersumpf. Ja, schauen wir mal zu dem Ringmensch. Zu dem, keine Ahnung, was auch immer du bist. Aladdin. Wie Vasu. Aha. Ringe geben magische Kraft, aber nur wenn ich ein Etui habe. Jo, hab alles verstanden. Du schenkst mir ein Etui Level 1, wow. Und ein Ring, hey. Du darfst diesen Ring für mich schätzen. Das ist ein Gärtnerring, signalisiert Gaja-Beute. Oder, ne, Bete, Beute, Bete, Bete. Ja, bla. Ich weiß, wie es funktioniert. Aber ich möchte keinen Ring aktivieren, das interessiert mich gerade gar nicht.
Vor allem, da ich keine tollen Ringe habe. Einen Ring habe ich noch, aber das ist der Freundschaftsring von dir, der wahrscheinlich gar nichts Tolles bewirkt. Dann haben wir hier ein Gajabeet. Ja, pflanzen wir mal an. Und laufen mit unserem Buch zu unserer, ja, zu Marlon, glaube ich, heißt die Braut. Und hier, eine Nuss, wow. Ein Ring. Könnte ich eigentlich schätzen gehen lassen. Lohnt sich wahrscheinlich eh nicht. Ne, erst zum Marlon, hier hoch. Die mit ihren Hühnern, die möchte 100 pro das Buch haben. Und gibt uns höchstwahrscheinlich ein Ei. Ja, den Kokodex, oder Pokédex darfst du gern haben. Und ein London-Ei für die Hexe. Für die Hexe. So wie sich das gehört. So. Einmal den Weg frei machen und schön im Frühling rumlaufen. Hier haben wir so Viecher. Ach ja, richtig. Was? Ich bekomme einen Stromschlag? Ich dachte, ich habe ein, ja, richtig, Holzschwert. Okay, Holz leitet Strom, haben wir gelernt. Schauen wir mal hier rechts. Und wir haben neue, genau, wir haben neue, ah, das war knapp. Neue, ja, wie soll ich sagen, Kerne erhalten. Und zwar die Duftkerne, was zum Teufel bist du? Ja, was muss ich denn machen? Okay, und jetzt? Rikis Handschuhe? Okay. Okay, Rikis Handschuhe erhalten. Gut, keine Ahnung. Da hoch kann ich da hoch, ja. Einfach mal hier hoch schauen. Ah, Ricky war doch dieses Känguru. Hier kann ich nicht lang. Okay. Das heißt, wir gehen in die andere Richtung. Hier links zum Beispiel. Da kann ich nicht entlang. Schade. Hier unten war eine Sackgasse. Ich gehe mal links. Hey, da haben wir doch Ricky. Ja, ich hab deinen Handschuh schon. Dann heiße ich cooler Name. Ho, ich danke dir, mein Freund. Rickys Flöte. A zum Schlagen und draufbleiben für den Tornado. Wow. Und was ich mit Ricky machen kann, das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin.